So, Freunde, moin. Erste Runde mit Kylo spazieren, auch ganz entspannt. Es regnet nicht, es ist übelst warm, 15 Grad oder so, ja moin. Ja, Mann. Folgender Tagesplan. Ich bin später bei meiner Mutter zum Essen verabredet. So gegen 14 Uhr gehe ich zu ihr zum Essen. Und dann wollte ich gegen 16 Uhr noch zum Sport, bin noch nicht ganz sicher. Nehmt euch heute Abend nichts vor. Stream wird entspannt, denke ich mal. Und ja, das ist so die aktuelle Tagesplanung. Und heute Abend, so gegen 19 Uhr, gibt es noch einen Stream. Mal schauen, was wir heute zocken. Hier eine kleine Anekdote. In dem Haus, in dem Fenster hat damals mein Kollege, Schulkollege Daniel Bus, nicht der Bus mit den Leuten, die es interessiert, nein, da hat mein Kollege damals Daniel Bus gewohnt. Mathe-Genie, von dem ich immer gerne die Mathe-Hausaufgaben abgeschrieben habe, aber ein cooler Typ. Und er hatte ein N64 damals, also Nintendo 64 mit GoldenEye, James Bond. Und ich weiß ganz genau, dass wir da so heftig immer gesuchtet haben und dieses Spiel gesuchtet haben. Das war eine richtig gute Zeit, Digga. Ich kann noch mal eins sagen. Ich bin schon echt viele schöne Autos gefahren in meinem Leben, beziehungsweise seit YouTube halbwegs läuft. Aber die S-Klasse, Digga, die ist es einfach. Das Traumauto. Ja, gerade noch mal bei Mutti angerufen und gefragt. Heute 14 Uhr. Ja, moin. Nächste Woche Sonntag um 14 Uhr essen. Mich auf die türkische Pfanne aber gefreut heute. Ich habe gerade mal nach meinem Buch geschaut und nach meinen Bewertungen. Und ich sehe, es ist immer noch in Besteller Nummer 1 bei Gesellschaft und Alter. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ist ja auch egal. Aber ich finde es krass, das Buch schon so lange jetzt draußen. Und es ist ja anscheinend immer noch beliebt bei euch. Kurz geht auf jeden Fall raus an euch. Für die, die keinen Bock haben, ein Buch zu lesen, gibt es auch bei Spotify als Hörbuch. Empfehlung von mir ausgesprochen. Beste, Digga. Einfach Beste. 3-0. Schmeckt. Gegner ist gequittet in der 17. Minute. FC Buxtehude ist einfach eine Macht, Digga. So. Jetzt war auf Krampf. Frühstück geholt. Kurz vor 16 Uhr. Man kennt ihn. Hab aber leider auch nichts zu Hause. Kein Aufstieg mehr, kein Brot mehr, gar nichts mehr. Eigentlich wollte ich gestern einkaufen, aber wer kennt's dann? Einfach keinen Bock gehabt. So. Da ist die S-Klasse. Ich bringe jetzt Kyle zu Anna. Und dann gehe ich zum Sport. Bei uns heute in Buxtehude, verkaufsoffener Sonntag. Katastrophe. Na, Kylo, hast du fein gewartet? Hm? Ja, so. So, ich war jetzt hier nochmal auf ganz entspannt. Ja, Kamera. Hallo. Also, ich war hier essen. Ja, scheiß drauf, Digga. Also, zum dritten. Ich war hier essen. Kamera. Kannst du den Schriftzug? Digga. Ja, okay, scheiß drauf. Ohne Scheiß, kauft euch kein iPhone. Ich war bei der Warteburg essen. Lecker. So, Freunde, ich bin jetzt nochmal unterwegs. Ich habe bis eben gerade gestreamt. Heute ein etwas kürzerer Stream, weil ich einmal noch spontan hatte, Lust hatte, mich mit Memo zu treffen. Außerdem habe ich, glaube ich, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag gestreamt oder so. Also ich habe viel gestreamt jetzt in den letzten Tagen. Heute haben wir auch einen Meilenstein erreicht. Und zwar haben wir bei Twitch 2 Millionen Follower geknackt. Das hat vor uns im deutschen Bereich noch nie jemand geschafft. Damit gehen wir in die Annalen von Twitch ein. 2 Millionen Follower auf Twitch. Sensationell geil, Digga. Ich fahre jetzt auch zu McDonald's. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich zu McDonald's fahre seit 1,5 Jahren. Und vor 1,5 Jahren habe ich genau das gleiche mir geholt wie jetzt auch. Nämlich nur ein paar Pommes, Burger oder Fleisch an für sich. Hol mir nicht von McDonald's. Das ist Schmutz. Drecksfleisch. Ja, aber ich habe nichts zu essen zu Hause und habe Kohldampf. Deswegen hole ich mir jetzt ein paar Pommes rot-weiß oder so irgendwie. So, ich war jetzt kurz bei McDonald's.
Hab mir morgen noch was mitgebracht. Möchte noch mal kurz ein, zwei Sachen sagen. Als allererstes verurteile ich niemanden, der Fleisch isst. Morgen wahrscheinlich Fleisch. Verurteile ich niemanden, der Fleischprodukte oder Burger etc. bei McDonald's kauft. Das kann jeder so machen, wie er möchte, das ist klar. Ich möchte euch nur trotzdem noch mal ans Herz legen oder euch erzählen, warum ich seit 2 Jahren bei McDonald's maximal mir ein paar Pommes raushole. Als allererstes, das, was dort auf eurem Burger ist und sich Fleisch nennt, ist kein Fleisch. Es verdient gar nicht, Fleisch genannt zu werden. Ja, da sind irgendwelche Sachen drin, damit das Fleisch lange haltbar ist. Es ist halt einfach kein gescheites Fleisch. Davon kriegt man Dünnpfiff und das war's. So. Allgemein, das, was dort auf dem Burger drauf ist, die Soßen etc., die haben natürlich dort Sachen drin, die gut schmecken, aber es sind auch einfach Sachen, die euch geschmacklich süchtig machen. Das ist halt einfach so. Jeder weiß, man geht zu McDonald's, man frisst da, weil man einfach zu faul ist, sich was zu machen oder nichts im Kühlschrank hat. Und es ist einfach bequem hinfahren, zack, bestellen und losfahren und man hat was gegessen. Aber man ist gefühlt nur eine Dreiviertelstunde satt und am nächsten Tag hat man einen schlechten Schiss davon. So, denkt einfach mal drüber nach. Wenn das gutes Essen wäre, hätte man keinen schlechten Schiss am nächsten Tag davon. So. Und wie die Tiere gehalten werden für das Fleisch, brauchen wir nicht drüber reden. Wie Chicken McNuggets entstehen, könnt ihr ja gerne mal bei YouTube googeln und euch einfach mal ein Video dazu angucken. Danach frisst keiner mehr von euch Chicken McNuggets. So viel kann ich schon mal sagen. Wie gesagt, wer bei McDonald's was essen will, soll es machen. Ich esse jetzt seit 2 Jahren dort nichts mehr, weil ich das einfach nicht unterstützen möchte. Wie halt auch dieses 0815 Fleisch im Supermarkt oder so. Ich achte zumindest darauf, wo das, was ich auf dem Teller fresse, herkommt. In den meisten Fällen. Puh, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Fahre über eine Landstraße, habe zum Glück mein Nachtsichtgerät an. Und dort ist, wenn Wild aufkreuzt etc., wird das gekennzeichnet. Und genau hier gerade rüber ein Reh, ganz langsam, ganz gemütlich rübergelaufen. Zum Glück war ich nicht zu schnell, konnte abbremsen. Ich lebe, das Tier lebt. Besser ist es. Dann gebe ich erstmal hier eine Dings, bup, bup, damit er Bescheid weiß.